Hallihallo, wie man sehen kann, ich bin mittlerweile zu Hause, gerade eben reingekommen. Ganzer Flur steht voll und im Kofferraum ist noch mehr. Völlig fertig. Direkt meinen Mäusen mal was zu essen gegeben und ja, Jason ist Nucky Dye und hier liegt sein Anzug. Er hat Party gemacht, aber er hat keine Verletzung, Gott sei Dank, alles gut. Ja, ich hatte mich, wir waren ja nochmal in der Stadt gewesen, ein bisschen shoppen. Waren auch alle, leider Gottes, was heißt leider Gottes, aber wir waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. Weil wir waren jetzt die letzten Tage, wir waren ganz kurz am ersten Tag auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt, aber da hat meine Schwester noch nicht wirklich was von der Stadt gesehen. Und danach waren wir ja nur in einem Einkaufszentrum. Und ich wollte halt unbedingt, dass sie mal meine zwei, drei Lieblingsgeschäfte sieht, wo ich ja immer so shoppen gehe. Und da sind wir nochmal, ich glaube, wir waren nur anderthalb Stunden wirklich in der Stadt, sind nur wirklich in diese vier Läden insgesamt gegangen und das war's. Und genau, dann wollten wir eigentlich direkt losfahren, haben dann aber nochmal Raclette gegessen. Das habe ich euch kurz mit dem Handy abgefilmt. Das werde ich euch dann, oder habe ich jetzt hier davor eingeblendet. Falls ihr euch wundert, warum es kein Fischauge ist, ich habe es einfach nur kurz mit dem Handy abgefilmt. Und nach dem Essen sind wir eigentlich auch so ziemlich losgefahren und wir hatten eine mega geile Fahrt. So eine Fahrt hatte ich noch nie gehabt. Noch nie. Es war einfach kein Stau. Es war komplett frei. Wir sind jetzt wirklich innerhalb. Wir haben 2 Stunden 20 gebraucht und ich brauche normalerweise immer 3 Stunden. Also mega. Kann man sich überhaupt gar nicht beschweren. Das Einzige, was blöd oder was nervig gewesen ist, dass es geregnet hat. Das war so das Einzige. Aber ansonsten kann man überhaupt nichts sagen. Genau. Also war mega, mega gut. Ja, weil wir sind auch, normalerweise hat man mega Stau, wenn man aus Nürnberg rausgeht, wenn man in Frankfurt reinfährt und so weiter. Ist eigentlich immer überall Stau. Aber das war anscheinend heute Nachmittag schon, weil heute Nachmittag, als wir losgefahren sind in die Stadt, war eine richtig lange Schlange. Also es war so viel Verkehr gewesen, aber alle in Richtung zur Autobahn. Also wir konnten wirklich so auf der linken Spur komplett vorbeifahren Richtung Stadt und auf der rechten Spur, wo es dann zu den Autobahnen geht, das war einfach die Hölle gewesen. Und da war es 3 Uhr nachmittags. Also da hat man schon gemerkt, ja, da sind viele, die sich vielleicht Donnerstag, Freitag freigenommen haben, dass sie ja, Samstag dann irgendwo Weihnachten feiern können oder irgendwie, keine Ahnung, sich Brückentage genommen haben, schon direkt zu den Familien fahren können oder was auch immer. Aber wir hatten echt Glück, weil es war einfach gar nichts los. So, Jason, wir müssen dich mal wieder anziehen. Was hältst du denn davon? Findest du wahrscheinlich nicht so lustig, aber naja, muss sein. Ich muss eiskalt morgen in ein Zentrum fahren und das Geschenk von meiner Schwester noch besorgen. Weil ich dachte eigentlich, ich würde es in Nürnberg besorgen, aber dadurch, dass das ein Schmuckstück ist, möchte ich, weil ich hole das bei Christ. Und dadurch, dass, also wenn ich es morgen bekomme, werde ich es euch zeigen, weil dieses Follow Me Run kommt dann auf jeden Fall nach Weihnachten. Aber erst, wenn ich es bekomme, weil sonst ist es irgendwie blöd. Ich hoffe, dass ich es bekomme. Also die letzte Zeit, wenn ich irgendwie es gesehen hatte, war es immer noch in den Schaufenstern gewesen. Ich wollte es dann in Nürnberg holen, aber da meine Schwester ja immer überall dabei gewesen ist, war das ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich gedacht, okay, komm, ich habe ja den Freitag noch, im schlimmsten Fall noch den Samstag, die ersten, ich weiß ja gar nicht, wann machen die Geschäfte eigentlich zu am 24. Ich glaube immer so um 1 oder 2. Aber das ist eigentlich eine Qual, dort einkaufen zu gehen. Ja, da muss ich generell Essen halt eben einkaufen für die nächsten Tage dann eben. Ja. Genau, sonst ist eigentlich nicht so wirklich, also ich müsste das morgen eigentlich alles schaffen, weil so viel ist es nicht. Also einkaufen, das Geschenk noch holen, dann würde ich eigentlich gerne mal ins Fitnessstudio und auf jeden Fall ins Solarium. Oh mein Gott, ich habe jetzt gemerkt, die letzten Tage ging es alles so, aber jetzt, wo ich mich für die Weihnachtsfeier so mal wieder ein bisschen stärker geschminkt hatte, mein Concealer, den ich mitgenommen hatte, der war viel zu dunkel. Ja, ich bin richtig weiß geworden, das geht gar nicht. Deswegen, ich will eigentlich mal versuchen, morgen ins Solarium zu gehen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gebacken. Und dann muss ich noch die ganzen Geschenke, die ich hier habe, einpacken. Das muss ich auch noch machen. Kann ich auch noch am 24. machen. Oh, geht alles irgendwie. Ja, na Katze, Katze? Ja, mach dich erstmal sauber. Dann ziehen wir dich gleich an und dann legen wir uns alle zusammen ins Bett, gell, meine Maus? Mach ein bisschen Schmusi, Schmusi. Und der Elch, der steht wieder auf 7:30. Guten Morgen! Ich habe offiziell Urlaub. Ich habe jetzt, jetzt haben wir gerade 20 nach 10 und ich habe bis eben noch gearbeitet, so ein paar Sachen abgearbeitet halt eben.
Und jetzt langt's aber, weil jetzt habe ich offiziell Urlaub. Ich liebe es. Jetzt werde ich ganz schnell Cornflakes essen. Ich werde mein DM holen. Habe ich es euch eigentlich schon erzählt, dass ich am, ich glaube, 45 Minuten bevor ich nach Nürnberg gefahren bin, noch schnell ein DM-Haul dazwischen abgedreht habe? Falls nicht, jetzt wisst ihr es. Ich habe das in Nürnberg geschnitten, teilweise gestern noch ein bisschen zu Ende geschnitten und habe das jetzt abspeichern lassen und über die Nacht hochladen lassen. Es hat alles funktioniert. Halleluja. Und deswegen, heute Morgen ging um 10 Uhr ein Follow Me Round online und ich denke mal so gegen 14 Uhr ist eine gute Uhrzeit, da werde ich dann den DM-Haul online stellen. Das werde ich jetzt aber alles schon fertig organisieren sozusagen, weil ich mich dann anziehe und meine ganzen Sachen erledigen gehe. Also ich habe jetzt auch ein paar Pakete, die ich noch abholen muss. Ich habe so Benachrichtigungen in der Post gehabt. Ja, dann ins Zentrum das Geschenk für meine Schwester holen. Dann muss ich auf jeden Fall einkaufen gehen, sowohl für die Tiere als auch für mich. Und dann wieder ab nach Hause und mich eigentlich fertig machen und hopefully motiviert sein, um Videos zu drehen. Ja, das ist der Plan zumindest. Und jede Menge Wäsche muss ich waschen. Das ist echt heavy. Also ich habe richtig viel Wäsche. Genau, das ist der Plan. Ich fange jetzt mal direkt an und dann werde ich mich, glaube ich, später, wenn ich unterwegs bin, werde ich mich nochmal melden, weil sonst jetzt aktuell wird es noch langweilig und hektisch. Deswegen bis später. So, ich habe es endlich mal rausgeschafft. Unglaublich. Es ist gar nicht so kalt. Oh, ich bin ja jetzt in Nürnberg die letzten Tage sowas von abgehärtet geworden. Also wirklich, das ist ja abnormal, wie kalt es dort gewesen ist. Also da hat man echt gedacht, so, im Fällen fallen gleich die Ohren ab oder die Hände ab oder sonstiges. So, ich bin jetzt auf dem Weg ins Zentrum. Ich hatte zwischenzeitlich noch. Moment, ich quatsch gleich bei euch, wenn ich im Auto bin. So, ich musste hier gerade mal mein Auto ein bisschen von innen sauber machen. Was richtig blöd ist, aber es ist. Ja, hätte ich mir auch denken können. Also von DM habe ich ja diese von Denk mit, also von DM, die Eigenmarke Denk mit, diese feuchte Cockpit-Tücher. Ich kann kein Deutsch mehr, oh mein Gott. Die sind mega gut. Die haben jetzt auch sehr gut gereinigt, aber als ich die damals ein paar Tage habe in der Tasche stehen lassen, zusammen mit Katzenfutter, haben meine Katzen, beziehungsweise es war der Jason hundertprozentig, hier überall reingebissen. Und somit sind die jetzt so gut wie ausgetrocknet. Also die sind überhaupt nicht mehr feucht, die sind jetzt komplett trocken, aber ich konnte damit gut den Staub entfernen und so weiter. Aber wenn jetzt irgendwas richtig schmutzig ist, dann kriegt man das nicht mehr hin. Das ist sehr ärgerlich. Die werde ich mir auf jeden Fall aber nachkaufen. Dann muss ich zusehen, dass meine Katzen die nicht schon wieder anbeißen. Also richtig nervig. Mein Handschuhfach ist ja sowas von dermaßen überfüllt. Okay, ich krieg's nicht mehr zu. Läuft bei mir. Okay. Das ist ein bisschen krank. Es ist zu. So, ich bin endlich mal dazu gekommen, rauszugehen. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist. Wir haben jetzt 12:23 Uhr. Oh mein Gott. Ich hatte ja eigentlich geplant, so früh es geht, rauszugehen, weil es einfach so hundertprozentig heute so sein wird am 23.12., dass es einige Leute geben wird, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben oder die vielleicht erst ab heute Urlaub haben oder. Morgen wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, die dann natürlich auch in irgendwelche Zentren gehen, in die Stadt und so weiter und so fort. Dann muss ich zur Post, es sind Päckchen abgegeben worden. Naja, nicht richtig zur Post, sondern irgendwie so eine Paketstation, wo ich Päckchen rausziehen kann. Wo ist das überhaupt? Habe ich das mitgenommen? Ja, Gott sei Dank. Ja, das muss ich machen. Das ist aber direkt beim Aldi und da kann ich da auf jeden Fall dann einkaufen gehen auf dem Rückweg. Und ich muss auf jeden Fall noch was für die Tiere besorgen. Ich schenke ja auch immer den Tieren was. Meine Schwester hat sich Gott sei Dank dieses Jahr um die Katze von meiner Mama gekümmert. Das heißt, ich brauche nur noch den Rocky und meine Tiere. Ja, genau, das muss ich auch noch machen. Und dort, wenn ich da bei diesen Katzen, also wenn ich da, wo ich das Tierfutter herbekomme, wenn ich dort bin, nebendran ist sozusagen eigentlich mein Fitnessstudio, wo ich theoretisch eigentlich gerne ins Solarium gehen würde. Ich bin so blass geworden, das ist echt nicht mehr witzig. Also wenn meine Foundation oder beziehungsweise meine Foundation nicht, aber wenn mein normaler Concealer, also mein Alltagsconcealer, wo ich immer nur so ein paar Pickel abdecke, wenn der mir zu dunkel wird, dann weiß ich, okay, du solltest mal einen Gang ins Solarium wagen. Dann muss ich noch Bilder ausdrucken, weil ich brauche für meine Mama Bilder, ich brauche für meine Schwester Bilder.
Die Sachen sind auch safe, deswegen kann ich es euch sagen. Ich habe einen schönen Bilderrahmen ja geholt gehabt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den euch in einem DM-Haul gezeigt habe oder nicht. Habe ich es gezeigt? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich hatte beim DM vor längerer Zeit schon so einen richtig schönen Bilderrahmen gefunden. In grau-weiß mit einem Herz dran hängt und so. Ich fand den so schön und da möchte ich halt ein Bild reinmachen aus Miami von mir und meiner Schwester, wo wir am Strand liegen und so. Und das möchte ich reinmachen und ihr noch zu Weihnachten mitschenken. Und meine Mama, die ist jemand, der extrem fotoverliebt ist. Also wirklich. Die ist so richtig krass. Die braucht Fotos. Die macht auch von jedem Scheiß Fotos. Wenn sie irgendwo im Urlaub ist, dann hat sie irgendwie so, egal ob sie 2 Tage irgendwo war, dann hat sie 2000 Bilder geschossen. So geil, echt. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir haben die, also vor vielen Jahren hatten wir das immer mal gemacht, dass wir solche schwarzen Kalender geholt haben, also solche Kalender fürs ganze Jahr, die man so umblättern kann, die schwarz oder weiß sind und wo wir das dann praktisch selber gestalten. Also selber dann die Bilder praktisch reinkleben und einen Text vielleicht noch dazu schreiben oder irgendwelche Sticker und so weiter. Und das hatten wir mal 2-3 Jahre hintereinander gemacht und dann irgendwie jetzt seit 2 Jahren bestimmt oder sogar länger nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Kalender. Und dafür muss ich jetzt die Bilder ausdrucken gehen. Und ihr wisst, jeder, der das schon mal gemacht hat, beim DM zum Beispiel, die Bilder auszudrucken, das ist so ein Struggle. Ich habe das letzte Mal schon mal einen Horror bekommen. Bis man dann da irgendwo bei Facebook oder Instagram eingeloggt ist, bis man sich die ganzen Sachen irgendwie, bis man dann überhaupt mal sich ausgesucht hat, welche Bilder man nimmt. Kommt ja auch noch dazu. Struggle is real, sag ich nur. Naja, egal, mache ich schon alles. Wird auf jeden Fall eine Zeit lang dauern. Ich habe nämlich gedacht, ich fahre mal kurz zum Zentrum, hole das Geschenk von meiner Schwester und fahre dann wieder nach Hause. Pustekuchen. Ich werde hundertprozentig bestimmt 2,5-3 Stunden unterwegs sein. Je nachdem, ob das mit dem IKEA noch dazu kommt oder nicht. Aber das. Also, wie gesagt, wir haben jetzt, ich bin jetzt kurz vor der Autobahn, 12.30 Uhr. Ich bin so um 12.25 Uhr, was hatte ich gesagt, losgefahren. Ich werde mich auf jeden Fall zurückerinnern und dann euch mal sagen, wie lange ich letzten Endes tatsächlich unterwegs gewesen bin, weil es wird eine Zeit lang dauern. So, das ging jetzt erschreckenderweise komplett schnell. Also ich hatte eigentlich gar keinen Stau gehabt. Ich habe relativ schnell einen Parkplatz gefunden. Es war Zufall, weil da gerade einer rausgefahren ist. Aber es sind auch nicht die Sonderparkplätze geöffnet worden. Also von daher aus sehr gut. In der Hoffnung, dass es nicht so voll sein wird. So, meine Lieben, ich sitze schon wieder im Auto. Ich war nämlich jetzt eine halbe Stunde ungefähr im Zentrum. Ja, vielleicht so 40 Minuten. Ich war bei Chris gewesen und ich habe tatsächlich die letzte Uhr bekommen. Also jetzt kann ich es euch ja sagen, weil ich habe sie bekommen. Ich war mir halt nicht sicher, dass die am Ende ausverkauft ist. Und die ist jetzt tatsächlich ausverkauft. Ich habe also das letzte Stück bekommen. Und zwar wünsche ich mir seit längerem, ihr wisst ja mittlerweile, ich bin total so Weltkarten-obsessed. Ich habe ja mein Weltkartenarmband von Steelness, meine Halskette von Steelness in Weltkartenform. Ich habe sie mittlerweile tätowiert, also ja. Und es gibt von Michael Kors ein, oder es gab jetzt ganz, ganz lange in verschiedensten Modellen und Ausführungen eine Michael Kors-Uhr, die mit dem Ziffernblatt sozusagen eine Weltkarte hat. Also mega schön, so richtig schön. Arschteuer, deswegen habe ich sie bis heute noch nicht geholt, weil sowas holt man sich nicht einfach mal so nebenbei. Genau, die hatte ich dann irgendwann mal auch meiner Schwester gezeigt oder sie hatte sie mir dann auch gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall findet sie sie auch schön. Und wir hatten sie in Miami öfters mal in den Läden gesehen gehabt. Aber das Modell war jetzt über viele Monate restlos ausverkauft und es gab es nirgendwo mehr. Und in Miami haben wir es dann gefunden gehabt, sogar reduziert. Die Uhr war allerdings Gold. Und die hatte irgendeinen komischen Hintergrund, irgendein komisches Blau oder Grün oder sowas, aber kein schönes Blau, sondern irgendwie hat es nicht gepasst. Es sah irgendwie nach nichts aus. Und dann haben wir es gelassen, weil sonst hätten wir sie uns wahrscheinlich beide mitgenommen, einfach weil man es sehr günstig bekommen hätte. Genau, und wir hatten wirklich, egal in welchem Geschäft wir waren, wo es Schmuck gab oder in irgendeinem Zentrum, wo es Michael Kors gab, haben wir immer direkt nach der Uhr geschaut und auch nach der gefragt, oh, wann die wieder reinkommt, pipapo, keine Ahnung was. Und ich merke gerade, ich bin in die falsche Richtung gefahren, läuft bei mir. Ja, okay, egal.
Also es ist im Prinzip die richtige Richtung. Es gibt zwei Richtungen, aber die dauert ein bisschen länger als die andere. Deswegen egal. Kann ich länger mit euch quatschen. Genau. Und deswegen, weil ich halt eben wusste, dass sie die auch gerne hat, habe ich die vor ein paar Wochen durch Zufall bei Chris gesehen gehabt, dass es die in Gold gab. Mit einem weißen Hintergrund und mit einem dunkelblauen Hintergrund. Aber dieses Dunkelblau ist so dunkelblau, dass es schon fast wie schwarz wirkt. Und das fand ich halt echt richtig schön, weil diese Weltkarte dann so richtig hervorsticht. Und auch das Weiß sieht schön aus. Aber wie auch immer, meine Schwester wünscht sich auch seit langem nämlich eine rose-goldene Uhr. Weil sie hat eine schöne goldene Uhr von Michael Kors. Und sie hat zwar rose-goldene Uhren, aber nur so Billiguhren. Also keine richtige anständige. Also zum einen hat sie sich lange eine rose-goldene Uhr gewünscht und dann auch noch die mit der Weltkarte. Und die habe ich jetzt bekommen. Eine rose-goldene Uhr mit der Weltkarte, mit einem dunkelblauen Hintergrund, das aber wie schwarz ist. Also es sieht wirklich wie schwarz aus. Ich sehe da kein Dunkelblau. Weil die, die wir in Miami gesehen hatten, die war so richtig dunkelblau. Also es war richtig dunkelblau. Und es sah einfach echt nicht schön aus, komischerweise. Weil eigentlich ist es ja eine neutrale Farbe, aber es sah nicht schön aus. Vielleicht mit dem rose-gold hätte es noch gepasst, aber mit dem Gold, m-m. Auf jeden Fall, ich kam jetzt gerade in Christ rein. Erstmal voll viele unfreundliche Menschen. Ich habe mich voll aufgeregt, weil ich stand da total lange. Und dann kamen drei Leute hinter mir rein. Und die Verkäuferin haben mich genau gesehen gehabt. Und die Leute haben sich auch noch so voll fresh vorgedrängelt. Und ich dachte mir nur so, ach komm, lass die vor, die armen Menschen, ja. Die armen Seelen sozusagen, die meinen sich vordrängeln, so ein bisschen wegen 5 Minuten Wartezeit. Aber dass auch die Verkäuferinnen nicht sagen, so ja, die Dame war aber vor ihnen hier drin oder sowas, weil die haben mich ja genau gesehen gehabt. Fand ich nicht so cool. Sehr kundenunfreundlich, also nicht so aufmerksam, dass man sagt, ja, die war aber vor ihnen dran oder. Sowas mag ich gar nicht. Aber egal. Vielleicht sah ich nicht danach aus, dass ich mir jetzt eine Uhr kaufe für 300 €. Ja? Also es ist auch so eine Sache, gell? Man weiß halt nie, was dahinter steckt, ganz ehrlich. Also egal, darüber will, weil ich habe wieder ich habe eine Jogginghose an und hier bin so 0815 angezogen, weil soll ich mich jetzt aufstylen für was? Naja, egal. Und dann bin ich nämlich noch kurz zum DM gegangen, weil ich wollte ja Bilder ausdrucken. Das war sowas von voll gewesen. Es war so richtig voll. Da standen mehrere Leute hinter diesen Automaten, dass ich locker. Ach, ich kann es gar nicht einschätzen, wie lange ich gewartet hätte, aber weit über eine halbe Stunde. Dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich. In dem Zentrum bei uns nämlich, wo ich mein Fitnessstudio drin ist, dieses kleine Center sozusagen, da ist nämlich ein Rossmann nebendran. Da wollte ich sowieso hin. Und dort gibt es ja auch solche Druckmaschinen. In der Hoffnung, dass es dort jetzt nicht so voll ist, fahre ich dort jetzt hin. So, ich bin jetzt im Zentrum und gehe jetzt als allererstes ganz motiviert ins Solarium, das ich hinter mir habe. Ich habe zwar gar keine Lust, aber egal, mach ich jetzt. Danach zu Rossmann, zu Kick und zu Teddy noch wegen Einpacksachen auch noch. Long, long time no see. Gott, ich war schon ewig nicht mehr hier gewesen. Das muss ich echt ändern, das geht gar nicht. Nichts los. Ja, das kann sich hier alles nur um Stunden handeln. 6457 Bilder werden geladen. Gestellt. Es gibt ja nämlich eigentlich die Möglichkeit, sich über Facebook oder Instagram einzuloggen, aber hier leider nicht. Die wollen mein komplettes Handy wird gerade hier drauf geladen. Ihr könnt gerade echt kotzen. Ja, im Solarium war ich auch nicht. Da war so ein kleiner Vorfall, weswegen ich dann rausgegangen bin. Ich muss mal gucken, ob ich später nochmal reingehe. Hat mich richtig angekotzt. Ich werde jetzt. Ich weiß nicht, ob ich generell vielleicht mal kündigen soll. Ich weiß nicht. Ich bin gerade richtig genervt von dem Vorfall. Erzähle ich vielleicht später, wenn ich mich daran erinnere, dass ich es erst erzählen wollte. Naja, so, ich warte jetzt mal. 1800 sind geladen, 6400 sind es insgesamt. Geil, echt geil. Ich habe es geschafft. Unglaublich, aber wahr. Ich bin im Solarium. Halleluja. So, fertig mit Solarium. Und jetzt gehe ich mal hier in Teddy. Ich brauche noch irgendwie einen Karton, irgendeine Verpackung, keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich meine Geschenke einpacken soll. Ja, da gucke ich mal, was ich jetzt hier finden werde. So, wir haben mittlerweile, ich weiß es gerade gar nicht, Moment, 16.36 Uhr. Ich war jetzt im Solarium gewesen. Nach dem Solarium war ich ja
habe ich euch ja gezeigt, im Teddy gewesen. Da habe ich so ein paar Sachen, weil ich möchte ja diesen Kalender für meine Mama, wo ich die Bilder drauf klebe, schön gestalten. Und da habe ich jetzt nochmal so ein paar Sticker und sowas geholt, dass es halt schön ausschaut. Und nicht nur schwarzer Hintergrund, Foto drauf, fertig. Jetzt war ich hier nochmal im Kölle Zoo gewesen. Habe für den Rocky einen Anzug geholt, weil meine Schwester einen speziellen Pulli gesucht hat für ihn, wo extra ein Loch drin ist, dass die Leine halt eben praktisch durchpasst. Das habe ich jetzt schon die letzten Tage immer wieder online gesucht gehabt und das war irgendwie komischerweise nicht so richtig aufzufinden. Zumindest, also ich habe schon was gefunden, aber echt mit so richtig hässlichen Modellen. Also mit so richtig hässlichen Modellen. Und jetzt gab es Gott sei Dank gerade Grau, Rot und Schwarz. Ich habe mich jetzt für Schwarz einfach entschieden, gerade weil im Winter ist ja oft mal schmutzig und so und dann wird das Ding auch nicht so schnell schmutzig. Genau, dann habe ich halt noch Leckerlis geholt für meine Katzen und auch für den Rocky. Also so mal was Außergewöhnlicheres, jetzt nicht von Whiskas irgendwas sozusagen, sondern wirklich so richtige Fische, also Fischt, ja, richtige getrocknete Fische und keine Ahnung. Also so ein paar spezielle Sachen, besondere Sachen halt mal ausnahmsweise. Und jetzt fahre ich endlich zum Aldi. In der Hoffnung, dass der Laden nicht komplett ausgeräumt ist, dass ich nicht noch woanders hingehen muss, weil ich brauche auf jeden Fall irgendwie Brot und sowas. Ich habe gar nichts mehr zum Frühstücken da und brauche auch ein bisschen Wasser. Und nebendran ist ja eben dieser Container, wo ich mein Paket abholen muss und dann fahre ich nach Hause, weil ich habe richtig krassen Hunger. Ich habe heute Morgen nämlich nur schnell Cornflakes gefrühstückt und wenn ich Cornflakes frühstücke, habe ich so gefühlt 2 Stunden später wieder Hunger. Und mittlerweile ist mir so richtig kotzübel. Mir ist so richtig schlecht mittlerweile vor Hunger. Also ich habe richtige Bauchschmerzen. Ich werde jetzt auch gar nicht großartig kochen. Ich werde mir jetzt irgendwie eine Fertigpizza oder sowas beim Aldi mitnehmen. Und ja. Oh Mann, Leute, Hektik ohne Ende. Ich habe jetzt genau 10 bzw. 11 Minuten Zeit, zur Post zu kommen. Beziehungsweise zu so einer Station. Richtig ätzend. Ich bin gerade eben erst nach Hause gekommen, habe mir endlich meine Pizza in den Ofen geworfen, habe mich zu Tode geschleppt. Wirklich zu Tode geschleppt, weil ich so viel eingekauft hatte. Auf jeden Fall hatte ich gerade in meinem Briefkasten einen Zettel, dass meine Nachbarin ein Päckchen für mich angenommen hat. Das habe ich jetzt auch gerade abgeholt. Und dann hatte ich noch einen Brief drin, wo Deutsche Post drauf stand und so einer richtig krakeligen Schrift mein Name. Habe ich mir schon gedacht, was ist das denn jetzt? Dann habe ich es aufgemacht und dann war da auch wieder einfach so ein, wie man es kennt, diese Abholscheine. Diese gelben Scheine, wenn es beim Nachbar abgeliefert wurde oder bei irgendeiner Filiale. Ich habe auf jeden Fall jetzt genau noch 10 Minuten Zeit, weil um 18 Uhr macht dieser Kiosk, wo das abgegeben wurde, zu. Ich bin gerade richtig genervt, weil ich wollte meine Pizza essen. Die war gerade fertig. Und dann habe ich den Brief noch schnell aufgemacht. Ah. Das Ding ist, ich hätte es auch morgen holen können, am Samstag, am 24. Aber ich bekomme morgen Lieferungen. Ich muss morgen zu Hause sein, weil sonst habe ich ein Problem. So, Päckchen noch bekommen. Wir haben jetzt genau 1 Minute vor 6. Leute, ich kann nicht mehr. Was für ein Tag.